Hallo zusammen, wir sind hier wieder mal unterwegs für euch an einem Teich. Teichbesichtigung wieder mal hier. Einen wunderschönen 50 Kubik Teich, ein bisschen mehr. Ganz genau können wir es nicht sagen, aber sicher 50 Kubik plus. Ist ein Schwerkraftsystem mit wunderschönen Fischen drin. Werden wir euch jetzt Schritt für Schritt mal zeigen, das Bischu. Und ja, kommt doch einfach mit und geniesst die Besichtigung. Wie ihr hier seht, hier hat es auch die Rittsteine. Mega lässig gemacht, ja, da siehst du auch nicht standardmässig an jedem Teich. Da muss man ein bisschen wissen, was man macht, dass das auch wirklich verhebt und auch wegen der Folie, dass das die Folie sicher nicht kaputt macht. Also man sieht, da war ein Profi dahinter, einer, der regelmässig Teiche baut. Und das Ziel war eigentlich, dass man wirklich um einen ganzen Teich herumlaufen kann. Man sieht ja auch wirklich ein Wegli ringsum. Das sieht es jetzt hier nicht, das ist alles schön mit Pflanzen gestaltet. Und so hat aber die Kundschaft die Möglichkeit, quasi den ganzen Teich im Griff zu haben, in jedem Eckchen auch nachzuschauen. Hier schnell eine Runde um den ganzen Teich herum. Auch alles schön überhängend mit Verbundsteinen gemacht. So wie es aussieht, sind die auch abgerundet. Also man merkt wirklich, da war ein Profi dahinter. Viel sieht man so eben, dass die nicht abgerundet sind. Und das ist natürlich einfach ein Risiko, dann für die Fische, vor allem jetzt in der Laichzeit, wenn es ein bisschen wilder tönt. Wenn die Steine nicht abgerundet sind, ist doch da doch ein Potenzial, dass sie sich verletzen können. Was auch richtig cool gemacht ist, ihr seht, es hat hier relativ viele grosse Steine, auch im Teich. Und überall darunter können sich die Fische auch verstecken, wenn sie es dann auch wollen. Das ist natürlich ein toller Schattenspender, wenn es dann mal ganz heiß ist. Da sehen wir gerade den Akamatsuba. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt hier seht. Ich glaube, man sollte es sehen, wie er hier sogar unten rein kann. Und das ist natürlich mega. Gleich die Schattenspendung, die sie dann hier auch haben. Ihr wisst es, meistens hocken sie dann gleich in der Sonne rein, aber sie haben zumindest die Möglichkeit. Ja, da war wahrscheinlich auch ein bisschen eine Baustelle. Der Teich ist sicher nicht von heute auf morgen gebaut worden. Aber wenn man sich hier Zeit lässt, wenn man hier den richtigen Partner auch einsetzt, dann hat man so ein Bischu, wie wir es hier jetzt auch haben. Wir haben immer gesagt, wir wollen einen Teich, wo wir selber baden können, wo die Hunde auch rein können und als wir Koi drin tun. Etwas anderes wollte ich gar nie. Ich habe nie von einem anderen Fisch irgendwie überlegt, andere Fische reinzuholen. Für uns war das immer ein Thema, Koi. Schwimm, Koi, Teich mit den Hunden und alles. Einfach das, was wir Zweck. Teich, ja. Nicht nur ein Koi-Teich möchte ich jetzt nie, nur wo wirklich du nach selber nicht rein kannst, das würde ich nie machen. Oder? Die Regen nutzen muss einfach auch da sein, dass du selber es geniessen und eigentlich auch vor allem mit der Ranggestaltung gearbeitet, mit schönen Steinen, mit Pflanzen. Im Teich innen quasi nichts. Es hat hier etwa mal noch ein Pflanzkörbchen drin. Jetzt so wie hier. Hier ist jetzt noch mit dem Pflanzkörbchen gearbeitet worden, aber ganz generell eigentlich die Gestaltung im Randbereich, so wie sich es eigentlich auch gehört im Koi-Teich. Im Teich innen ist der Fisch der Star. Farbe gebracht. Die Ruhe, die sie ausstrahlen, wenn man nicht allzu viel hat, einfach wirklich, es tut, man kann runterfahren dabei, man kann den Fisch zuschauen, man kann von aussen hückeln, einfach die Farbe und die Ruhe, die sie ausstrahlen, also, dass sie daher schweben, oder? Einfach vor allem ein bisschen etwas, einfach, dass so ein bisschen die Farbe gebracht, einfach wieder die Farbe gebracht, das, was man sieht, was es alles gibt. Also Koi kennt habe ich eigentlich nie. Ich habe es nur kennt vom Aussehen her. Ich kenne Koi heute noch nicht. Ich weiß einfach, welcher als welcher ist. Aber wie er heisst, das ist schwierig da für mich. Und wir sind schon vor x Jahren mal zum Koi-Breeder runtergegangen, haben dort ein bisschen geschaut. Und da haben wir immer Faszination gesehen für diesen Koi. Und da haben wir immer gesagt, ja, das ist wirklich etwas Schönes.
Und dann haben wir die, die kleineren angeschaut, in der normalen Preisklasse. Dann haben wir gesagt, ja, das ist schon. Da haben wir einen guten Verkäufer gehabt, der hat uns dann die Türen angetreten. Und heute sind wir total froh, dass wir den grossen gekauft haben. Ich würde es wieder so machen. Hier sieht man den Einstieg. Also der Teich wird auch regelmässig genutzt, um zu baden. Das ist ja wirklich auch eine coole Sache. Das ist ja auch schön an der Koi, dass man da gut machen kann. Wenn man hier das Stegeli, da sieht man gerade, der Hans-Rudi hier gerade reingeht. Man muss natürlich schon immer ein bisschen säuferli, weil man hat einfach eine gewisse Patina natürlich im Koi-Teich. Und da darfst du jetzt nicht einfach husch-husch reingehen, sonst rührt es dich an Ranzen. Ich mache dann mal Fangnis zusammen, weißt du? Aber richtig toll, he? Wie das gelöst ist. Man kann also hier zu den Fischen nie, man kann mit den Fischen baden. Das ist schön an der Koi, dass die hier sehr gerne mitmachen. Da sieht man jetzt gerade wieder das Buschbere Trüppeli beieinander. Wir haben von Anfang an gesagt, man will nicht zu viel fischen, man will aber gute Fische drin haben, so dass sie sich auch gut entwickeln über die Jahre. Darum hat man sich eigentlich auf sehr gute Tiere konzentriert, dafür weniger. Und wir sehen das Ergebnis, es gibt halt ein wirklich richtig schön ruhiges Bild. Es sind alles noch junge Fische drin, so im Schnitt 3, vielleicht jetzt Maximum 4-jährig hier, der Kogani Ochiba, den wir gerade gesehen. Der ist mega lässig, der gefällt mir jetzt gerade besonders gut hier. Der Hammer, der kommt vom Marusei ursprünglich. Mega lässig. Ein richtig toller Showa vom Ogata, den wir hier neben dran haben. Schauen wir mal den Kogani Ochiba, der ist doch wohl der Hammer. Hä? Wow. Und auch die Wasserqualität, also wirklich absolut top. Wie das vorhin Hans-Rudi gesagt, das ist ja Wahnsinn. Sieht aus, wenn er eine Chlor drin hätte. Aber es ist halt einfach eine gute Umweltsrate, eine tolle Filteranlage. Wir arbeiten viel mit Frischwasser, also macht einfach alles richtig. Und wenn man den Teich von Anfang an richtig baut, dann hat man nachher auch so ein tolles Wässerli. Ui, Achtung! Haben wir gerade noch geredet drüber, hä? Ja. Sehen wir es, kann man natürlich auch mal jemanden nie gehen. Zum Glück können Hunde schwimmen, hä? Hier haben wir auch noch eine kleine Lounge. Unten innen ist die ganze Technik, also die ganze Filteranlage. Eben, wir haben es hier mit einem Schwerkraftsystem zu tun. Hier ist ein Bandfilter im Einsatz. Und ich glaube, von der Technik her haben wir hier 3 Bodenabläufe, 1 Kimmer. Ich glaube, es sind 3 Rückläufe. Ich frage dich noch einmal nach, dass ich hier nicht in das Eich erzähle. Aber wir haben doch hier auch wirklich geschaut, dass wir eine anständige Umweltsrate haben. Und es ist wirklich schlau gelöst hier. Eben schön gemacht hier. Mit einem Holzverdeckchen, dass man die Technik auch sauber kaschieren kann. Hier unten rein. Das cool halt an diesen Schwerkraftanlagen, dass man die wirklich in den Boden rein tun kann. Dann stört es einfach auch nicht optisch und kann halt den Platz oben drüber dann auch nutzen. Eben nicht so wie hier, zum Beispiel mit einer kleinen Lounge, da ist der Platz auch nicht verloren. Wenn man ein gepumptes System hat, hat man halt einen riesen Kasten, der halt einfach rumsteht, wenn man den Platz wegnimmt. Und hier kann man den Platz nutzen. Hier haben wir noch den Kernterrier. Sie ist ein mega Fisch-Fan. Sie ist wirklich jemandem bei der Koi und geht schauen. Ja, das haben wir eigentlich die Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren, dass Hunde eigentlich sehr gerne auch am Teich sind. Und vor allem auch bei den Fischen. Sie ist jetzt, glaube ich, die im Bestand, die am meisten am Teich hockt und bei den Fischen ist. Ja, wir haben ja gesagt, wir haben das Schwerkraftsystem. Und viele fragen sich jetzt ja wahrscheinlich, du, wo sind denn hier die Bodenabläufe? Da kann ja kein Schwerkraftsystem sein. Man hat das so gut gemacht, dass man hier auch hier überhängende Steine hat, wie ihr jetzt hier seht, wo auch die Fische unten rein können.
Und ja, aus ästhetischen Gründen sind jetzt hier sogar die Bodenabläufe hier unten drin. Das macht es natürlich wirklich mega lässig. Wir haben die Deckel nicht, die wir sehen. Also von der Ästhetik her einfach richtig, richtig toll gemacht. Auch hier mit diesen Flachwasserzonen. Wie eigentlich jedem Teich quasi essentiell eine Oberflächenabsaugung, ein Skimmer. Hier haben wir es jetzt mit einem Wandskimmer zu tun. Das ist natürlich ein bisschen komplizierter zum Einbauen, weil es einen grösseren Flansch gibt. Aber natürlich top von der Absaugung her. Wir haben es doch hier etwa ein bisschen mit Bäumen ringsum zu tun. Und da ist man einfach froh, wenn die Blätter rauskommen, wenn die nicht sedimentieren am Boden. Und hier hat man doch mit einem anständig grossen Wandskimmer geschaffen. Wir sehen jetzt gerade, da geht der gerade während dem Filmen bereits immer wieder mal etwas ein. Also man hat hier wirklich an alles gedacht. So, das wäre es auch schon wieder von unserem Besuch hier an diesem wunderschönen Teich. Macht mega Laune, hier habe ich noch Besuch vom Riesenschnauzer, die sind auch immer dabei hier. Nein, es macht wirklich mega Laune, dürfen so eine schöne Arbeit überhaupt zu machen. So schöne Objekte wie hier dürfen zu sehen. Es macht Laune, ich hoffe, ihr habt heute wieder Spass gehabt. Und sind auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heisst, Käubrider at home. So, bist du auch noch auf dem Film, hä? Hast du dich auch noch nie geschlichen? Yes!